Einige Tausend sind wieder nach Kindberg gepilgert, um dabei sein zu können, denn zum 28. Mal wurde am 5. Dezember der Krampuslauf in Kindberg durchgeführt. Am späten Nachmittag kommt der Nikolaus und Kuschelkrampus in der Fußgängerzone zu den Kindern, wobei kleine Geschenke an die Braven verteilt werden. Das freut mich immer, dass so viele kommen. Besonders der Kuschelkrampus für die Kleinen ist was ganz Besonderes. Und das passt, glaube ich, auch, da ist nicht so viel Wirbel. Und da können sie ganz ruhig zum Krampus gehen und das kommt sehr gut an. Sackerl verteilen da man natürlich auch. Und dann der traditionelle Krampus, da bin ich auch sehr stolz. Wir haben ja alles echte Holzmasken und wir schauen dabei, dass die Tradition hochlebt. Und das immer am 5. Dezember. Das heißt, Kindberg ist traditionell auch sehr gut unterwegs. Am Abend wird der Verkehr ruhig gestellt. Und der Krampuslauf, organisiert und durchgeführt von den Kindberger Bergteifeln, zieht auf der Hauptstraße durch die Stadt. Absperrung und Sicherheit obliegt der Stadtfeuerwehr. Also wir veranstalten das Ganze. Wir schauen, dass die Gruppen eingeladen sind. Wir schauen, dass die Gitter sind. Mit dem Vorhof arbeiten wir zusammen, mit der Stadtgemeinde, mit der Feuerwehr und der Polizei. Und dann funktioniert das. Heute das Wichtigste ist, dass keine Vorfälle sind, weil man hört nur mal rundherum, dass viel ist. Wir schauen, dass die Gruppen alle sich benehmen. Wir haben heute 12 Gruppen eingeladen aus ganz Österreich, von Niederösterreich, Steiermark, Kärnten, also landesweit sind unsere Gruppen heute gekommen. Jede dieser Masken ist ein außergewöhnliches Unikat. Das ganze Jahr über wird an der Ausrüstung und Performance gearbeitet. Ich bin der Dominik Scheikl, bin jetzt seit heuer wieder bei den Kindberger Bergteifeln. Das gewohnt habe ich, da war ich gesponsert gekriegt vom Verein. Ja, ich hoffe, dass heute alles ganz easy und cool anläuft und dass auch jeder alles passend macht und ja. Um den Nachwuchs braucht man sich keine Sorgen machen. Mein Name ist Fabian Sangl, bin bei der Kindberger Brauchtumsgruppe und laufe seit dem zweiten Jahr mit. In Kindberg am 5. Dezember war ein Kindberger Berchtenlauf. Es macht immer sehr viel Spaß und ich hoffe, ich kann weiterlaufen jetzt ja, weil es immer so viel Spaß macht. Es ist auch für Nikolaus eigentlich ein ganz toller Tag, weil gerade vorher waren wir kurz im Einsatz schon beim Kuschelkrampus. Also die Kinder, die haben eine echte Freude. Ich habe wieder 5 Gedichte gehört. Voriges Jahr habe ich 5 Zeichnungen gekriegt und das ist einfach das Schöne für Nikolaus. Und deswegen freue ich mich schon immer auf den 5. Dezember. Jedenfalls war das Krampustreiben in Kindberg wieder ein Riesenspektakel für Kinder, aber auch für Erwachsene, denn auch sie bekamen die Rote zu spüren.